So, also jetzt zweites Video zu einem Problem, soll man die Menge der Teilnehmenden nehmen oder die Menge der Tupel, bei denen die Einträge verschieden sind. Ja? Das erste Problem war zu verstehen, was diese beiden Zeichen überhaupt bedeuten. Das habe ich im letzten Video erklärt. Jetzt gibt es aber, selbst wenn man verstanden hat, was diese Zeichen bedeuten, immer noch das Problem, dass man das vielleicht nicht anwenden kann. Ja? Das liegt daran, dass es auch wirklich ein Problem gibt, was ich Ihnen jetzt erklären will. Hier ist ein Beispiel, was man da vielleicht als Frage haben könnte. Aus vier Legos werden nacheinander zwei gezogen. Wie wahrscheinlich ist, dass ein blaues dabei ist? Also hier sind meine Legos. Da, vier Stück. Und jetzt muss ich zwei ziehen und fragen, ob ein blaues dabei ist. Und jetzt fragt man sich, okay, ich ziehe nacheinander, also ist die Reihenfolge vielleicht wichtig, also müsste ich vielleicht M ungleich nehmen. Aber eigentlich ist es auch völlig egal, die Reihenfolge. Es ist, wenn ein blaues dabei ist, es ist wurscht, in welcher Reihenfolge es ist. Also sollte ich vielleicht ohne Reihenfolge, ich könnte ja auch so tun, als hätte ich die beiden gleichzeitig gezogen. Ja? Sollte ich jetzt dies nehmen oder das? Ja, das ist die Frage. Das M ist irgendwie klar, ne? Dies ist unser M. Aber welches von den beiden soll ich nehmen? Ja? Dies ist das M. So, und die Antwort ist, man kann beide nehmen. Ja? Deswegen ist es so verwirrend, weil beides richtig ist. Ja, ich mache Ihnen das mal vor. Erste Lösung. Ja, ich nehme Omega als M2 ungleich. Ich ziehe zwei Stück nacheinander, die sollen verschieden sein. Dann ist mein Omega hier die Menge aller Terme. Ja. So, und jetzt muss ich aber noch sagen, was ist mein A? Ja, mein A ist eine Teilmenge davon, ja, und zwar die, wo ein blaues vorkommt. Das sind die. Ein bisschen anders hinsortieren. Ja. Diese Teilmenge hier, diese Teilmenge hier ist die Teilmenge, das da, eine Teilmenge von Omega, ja, und das sind die, wo ein blaues vorkommt. Also ist die Wahrscheinlichkeit P von A, ist die Anzahl der Elemente von A durch die Anzahl der Elemente von Omega. Und wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Und wie viel sind Omega? 12. Weil die Wahrscheinlichkeit ist 1. Ja. Jetzt zweite Lösung. Lass das mal weg. Ja. Zweite Lösung. Ich nehme als Omega M2 Teilmenge. Ja. Also was ist das? Ja, da habe ich hier diese ganzen Teilmengen, 6 Stück. So, hier sind meine Teilmengen, die beiden, die beiden, die beiden, die beiden, die beiden, die beiden. Ja? Das ist also jetzt hier meine Menge M2 ungleich als Omega. Und jetzt frage ich mich, was ist das A? Ja, die Teilmenge derjenigen, wo eins davon blau ist. Ja, das ist diese Teilmenge hier drüben. Ja, das hier ist mein A. Ja, weil hier ist jeweils eins blau. Ja. So, wie ist jetzt die Wahrscheinlichkeit? P von A ist jetzt die Anzahl der Elemente von A durch die Anzahl der Elemente von Omega. Das bedeutet, hier sind es 3 und insgesamt sind es 6, also 1/2. Ja. Sie sehen also, es kommt bei beiden Lösungen das Gleiche raus, obwohl man verschiedenes Omega genommen hat, aber man muss auch entsprechend ein verschiedenes A nehmen. Die Schwierigkeit ist also nicht zu wählen, was das Omega ist, sondern das Omega und das A passend zu wählen. Ja, bei manchen Fragen kann man einfach beides nehmen. Ja? Was richtig ist, hängt nicht nur vom Omega ab, sondern auch vom A, was die Frage ist. Ja? Im nächsten Beispiel mache ich nochmal ein etwas anderes Beispiel, wo man nur an dem A sehen kann, welche von beiden Sachen man nehmen muss. Ja, hier ging beides. Ja. Manchmal ist die Frage bei dem A aber auch so, dass man das A nur an einem von beiden sehen kann. Ja.